Ja, wacht, bevor es losgeht. Es ist ja keine Generalabrechnung. Meine Beiträge, nicht, dass Sie das falsch verstehen. Mir fällt bloß einiges auf. Und wenn man jetzt da tatsächlich in Rente gehen würde, dann ist das ja abgeschnitten. Aber vielleicht kann man doch mal drüber nachdenken, über das eine oder andere. Ich war natürlich im August in Bad Wimpfen in Therapie im Rollstuhl gesessen und interessanterweise hat man ja nicht den ganzen Tag Programmpunkte. Das Abendessen kommt früh und abends war eine Bullenhitze, trocken, sonnig. Und was macht man da? Ich saß im Rollstuhl und bin da natürlich rausgerollt. Es gab so einen Platz vorm Eingang, wo man sich dann einfinden konnte. Meistens waren da so etwa 10 Personen im Rollstuhl auch oder an Krücken oder Rollator gesessen, gestanden, meistens gesessen. Die Parkplätze, die Sitzplätze waren ja begrenzt. Das habe ich ja längst kritisiert. Man hätte ja auch eine Bank, eine Biertischgarnitur locker aufstellen können, weil ja der Zutritt ins Gebäude auch für Besucher verwehrt war. Die Besucher kamen dann außen hin und haben sich genau da, wo ich jetzt meine, vor dem Eingang getroffen. Das sind Vorschläge für 100 Euro oder so, dafür hat man dann plötzlich kein Geld. Das sind Kleinigkeiten, man hätte da aber sicherlich vielen das Stehen erspart oder manche haben auch dann irgendwelche Campingstühle mitgebracht oder saßen einfach im Gras. In der Natur, das geht auch. Ich habe ja auch immer gesagt, wenn ich hier umfalle, und dann bin ich ja nicht tot. Ne? Also, aber Spaß beiseite, was folgt daraus, weiß ich nicht so genau, aber ich kann mich gut erinnern an das ein oder andere Gespräch, was ja ein Dialog war. Das ist ein Monolog, was Sie jetzt hören, das ist klar, das ist anders. Hier kann man nicht direkt antworten. Am Telefon, was ich ja mein Leben lang gemacht habe, kann man schon antworten. Und vor der Erkrankung habe ich ja jeden ernst genommen. Jetzt ist 1%, jeden Hundertsten nehme ich jetzt nicht mehr ernst. Das ist leider so. Und da muss man dann mit dem auch umgehen, verbinden an eine andere Stelle. Das ist ja im öffentlichen Dienst so, wenn man nicht klarkommt, dann ich will ihren Vorgesetzten sprechen. Das, früher habe ich dann gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt im Busch, habe ich einen Fehler gemacht. Das ist nicht der Fall. Und selbst wenn ein Fehler vorliegt, kann man den korrigieren, aber der Vorgesetzte weiß es auch nicht besser. Im Gegenteil, der Vorgesetzte ist ja in den Fall gar nicht eingearbeitet. So ähnlich ist es bei Gericht, Revisionen oder Berufungen und dann geht es eine Stufe hoch wegen Formfehler. Das ist ja das Tragische, dass vieles wegen Formfehler weitergeleitet wird und ein Anwalt aus dem Fränkischen spricht da immer von Quatsch, Jura. Im Zusammenhang damit, wenn man nicht erkennt, was derjenige eigentlich will oder um was es im Kern eigentlich geht. Im Kern geht es ja immer darum, wie war der Lebenslauf, war er glücklich oder war er weniger glücklich. Das ist meine Meinung dazu. Und in Bad Wimpfen war es dann tatsächlich so, es gab Leute, denen ging es deutlich schlechter als mir. Die waren auch im Rollstuhl gesessen und jeder hat so seinen Lebensweg. Und es war hochinteressant. Waren diese Gespräche und dann geht man wieder rein. Man hat ja auch einen anstrengenden Tag hinter sich gebracht. Therapie ist also kein Zuckerlecken. Ne? Therapie ist kein Urlaub. Wer das meint, der liegt hier völlig falsch. Ne? Und Opi erwacht immer um 6 oder um 5:30, egal ob in Therapie, in Urlaub oder im Dienst. Jetzt bin ich demnächst im Dienst. Ich habe noch nicht angeschalten. Da gibt es einiges zu tun. Ne? Und gehustet habe ich auch noch nicht. Ich will Sie aber wieder entlassen in den Tag hinein. Ich wünsche Ihnen einen schönen 2. Januar 2023. Da ist eine 3 im Spiel, bitte nicht vergessen. Und ansonsten später mehr.